Endlich, endlich. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, aber wir sind ja umgezogen und momentan gibt es nur eine Übergangslösung für unser Internet. Ja, wir gehen jetzt Internet zum Stick und es gibt nur so ein bestimmtes Volumen. Mein Freund hat dann ein Update runtergeladen und das hat das Volumen aufgebraucht und es war einfach so grottig langsam danach. Ja, noch nicht mal, also mehr als einen Tag gebraucht, um ein Video hochzuladen. Und ich hatte irgendwann gar keine Lust mehr. Ich konnte noch nicht mal Videos schauen. Aber jetzt ist alles wieder gut. Und ich mache beim Schrankhüter-Tag mit. Endlich kann ich den Tag mitmachen. Danke, liebe Conny, fürs Taggen. In diesem Tag geht es darum, dass man Produkte zeigt, die schon lange den Schrank hüten. Also schon lange im Schrank sind und ja, da habe ich so ein paar Sachen angesammelt und vielleicht habe ich ja ganz schlaue Zuschauer, die mir eventuell den einen oder anderen Tipp zur Zweckentfremdung geben können oder euch gefällt ein Produkt so gut, dass ihr sagt, bist du bescheuert? Der sieht richtig gut aus. Also mich dann nochmal in einer Gehirnwäsche unterziehen. Also ich freue mich, dass ihr dabei seid und Danke fangen dir. wir mal mit dem ekligsten an. Ich weiß auch nicht. Also ich bin ja eigentlich voll der Fan von Balea Duschgels und allgemein Balea, aber er hier hat auf ganzer Linie versagt. Also das ist Balea Dusche und Creme in der Sorte Papaya. Und wenn man so daran riecht, denkt man so, ja, fruchtig, nehme ich mit und finde ich gut. Und es tut mir leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber also wenn dieser leckere Geruch verfliegt, dann denkt man, wäre auf einem Konzert gewesen und es hat einer jemanden angekotzt. Also es riecht so eklig. Irgendwie hat diese Papaya so eine komische Säure und ich mag das überhaupt nicht mehr riechen. Also auch wenn ich jetzt daran ganz normal rieche, kommt die Erinnerung sofort hoch. Also frisch geduscht und dann so nach Kotze riechen, ist nicht das Wahre. Deswegen also hüte das den Schrank. Ich wollte es auch schon mal jemand anderem anschnacken. Aber ich bin dann doch mit der Wahrheit rausgerückt. Weil das dann, ja weiß ich nicht, hier irgendwie hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und jetzt steht das hier rum. Also, ich habe keine Ahnung, was man damit machen soll. Weiter geht's mit so einem Lip Balm von H&M. Den habe ich mir mal, keine Ahnung wann, gekauft. Und der ist noch voll. Also, der riecht voll lecker und ich weiß auch nicht, irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn ist das immer so. Ich weiß, also, ich kann ja jetzt mal rausgehen. Also ich mag den eigentlich, aber der ist verschwunden. Weiß ich auch nicht. Müsste ich mal wieder nehmen. Den packe ich jetzt in meine Handtasche. Weiter geht es mit Nagellack. Dann gibt es hier den hier von Catrice aus dem alten Sortiment. Up in the Air 530. So ein taubenblau. Den hatte ich auch bei meinen Frühlingslacken. Den übersehe ich. Also wirklich. Und ich weiß auch nicht, was ich mit dem anstellen soll. Also es ist immer so. Ich würde den auf den Nägeln tragen, aber irgendwie sieht es dann auch komisch aus. Und wenn dann auf den Fußnägeln, aber ich weiß nicht irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie ist der voll unspektakulär. Keine Ahnung, warum ich mir den mal gekauft habe. Ja, vielleicht kann man ja mal irgendwas anderes mit anstellen. Weiter geht's mit dem Neon Pink hier von P2. Das ist die 520 Treble. Das ist genauso. Ich weiß nicht, ob ich den tragen kann, weil ich bin eher ein blasses Häutchen. Und danach so knalliges Rot. Gelb. Ich finde es jetzt nicht so schön. Also wenn man das so sieht und ich mir das auf meinen Nägeln vorstelle. Oh. Wenn ich mir das auf den Nägeln vorstelle, ich weiß nicht.
Also da lasse ich lieber die Finger von, ich weiß auch nicht. Und dann ist es das gleiche hier mit dem 660 Pink It Up von P2. Da ist es das gleiche. Wobei, bei dem würde es noch gehen. Den würde ich vielleicht auf den Fußnägeln tragen, ja, aber ich komme auch nicht auf die Idee, den zu tragen, weil ich so meine Lieblingslacke habe und Pink passt halt auch nicht zu allem, ja. Also ich habe jetzt so einen bärigen Ton auf den Zehen und das geht, finde ich. Aber so einer, das ist halt auch so ein krasses Ding. Dann habe ich hier noch das Highlighting Puder. Das war mal eine Limited Edition von Manhattan. Das benutze ich fast gar nicht. Also ich bin überhaupt kein Fan von Highlighter, weil ich keine Foundation benutze. Dann hält es nicht so gut auf der Haut und irgendwann. Alles okay? Und wenn man keine Foundation benutzt, ja, hält es nicht so gut und. Oh, ich weiß auch nicht. Also wenn, dann nehme ich das zum Highlighten meines Braunbogens. Oder hier in, wie in meinem letzten Tutorial. Aber nee, ich finde irgendwie nicht so wonderful. Dann hier, keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Dieses Eyeshadow Duo, Fleur de Lis aus der Urban Baroque LE, damals von Catrice. Die Farben sind eigentlich voll schön. Aber die sind so selten, so wenig pigmentiert. Vielleicht könnte ich damit mal ausprobieren, es als Blush zu benutzen. Das könnte ich mal machen, weil ich mir den ganz cool als Blush vorstellen könnte. Wenn man den, ja, wenn man aufpasst, wie man den benutzt. Oh. Dann habe ich hier noch mal so einen Minerallidschatten von P2 Universe. Die 80 Fleur de Venus. Die ist jemand mal runtergefallen und jetzt ist sie total zerbröckelt. Und ich habe genauso einen aus der. Von Catrice. Fairy Tale, bla, keine Ahnung. Die mit den Blüten. Ja, egal. Damit habe ich auch mein Tutorial geschminkt. Und eigentlich ist es die gleiche Farbe, deswegen benutze ich die nicht und so krasse Farben benutze ich eigentlich gar nicht. Außer in Tutorials, die ich euch schminke oder wenn ich da mal weggehe, was nicht so häufig ist, weil ich mich dann auch natürlicher lieber mag. Ja. Und dann kommen wir zu einem, von dem ich, also ich finde es so schade, dass ich den nicht benutze. Das ist die hier. Das ist, die heißt 96 Q und dann Carbon. Die hier. Von Manhattan. Lidschatten, den swatche ich euch gerne mal. So sieht der aus. Eigentlich voll die schöne Farbe, aber ich weiß es nicht. Der tut mir irgendwie so leid. Weißt du? Egal. Das ist irgendwie doof. Und da wir bei Schrankhütern sind und naja, es sind ja nur, nicht nur Schränke im Badezimmer gibt, sondern auch in der Küche, habe ich hier noch einen vollen Fehlgriff. Diese Früchteteemischung, die ist so sauer. Also ich habe mir, was habe ich denn gemacht? Ja, ich habe mir eine Kanne Tee gemacht. Drei Beutel, ist ja ganz normal für eine Kanne Tee. Und der war so sauer, also das war richtig eklig. Also, der war nicht richtig eklig, also, aber so ungewohnt. Und jetzt weiß ich echt nicht, was ich damit machen soll. Ich habe den schon als gekühlten Tee getrunken, nicht als warmen Tee. Und mit Zucker will ich das auch nicht unbedingt machen. Ich weiß echt nicht, wie man den verwenden kann, weil der ist noch voll. Vielleicht habt sehr toll. Meldet euch. Ich hoffe, euch hat es viel Spaß gemacht.
Ich tagge auch noch ein paar Leute, die schreibe ich unbedingt, also die schreibe ich in die Infobox. Es werden ganz viele sein, die noch nicht so viele Zuschauer haben, genauso wie ich. Aber ihr müsst da echt mal vorbeischauen, weil die sind toll und ja. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.